Warum nicht? Wir müssen ihm ja nicht unbedingt wissen, dass ich ein verarmter Landritter bin. Wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Sie haben gesagt 2 Stunden. Dann treffen Sie uns da hinten an der, an einer Spitze. An einer, ich deute mal so. Ach nee, wir sind ein Stück weit weg, ne? Oder kann man das von da aus sehen, Frossi? Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch sehen. Dann zeige ich Also, einfach dahin. wenn wir dem jetzt keine 50 Dukaten in die Hand drücken, dann wird er das tun, was goldgierige Menschen immer tun. Er wird dann vielleicht sagen, okay, ich bringe euch nach Kunshan, und dann kostet euch das, was weiß ich, das Fünffache oder so ein Scherz. Wollen wir hier weg oder nicht? Ja, ich will hier weg, aber ich will dem Mann nicht 250 Dukaten oder was auch immer, der sich dann vorstellt, in den Hals schütten. Das Aber werden wir euch tun. Leutnant, bei diesen gierigen Leuten, da kann man auf eine Sache immer sich verlassen. Und das ist, dass sie gierig sind. Was ich meine ist, wir müssen ihm einfach nur noch mehr in Aussicht stellen. Und dann wird er, glaube ich, schon ein Risiko auf sich nehmen. Er wird uns zumindest nicht verraten, solange er sich von uns mehr verspricht als von Hafax. Ja, aber er wird trotzdem Teile von uns einbehalten, wenn wir in Kunshan Land gehen wollen, um unser Geld zu holen. Dann ist das eben so. Also ich will nicht bei ihm bleiben. Genau. Das möchte ich auch nicht das Risiko eingehen. Denn, Jalan, wie willst du denn 250 Dukaten auf die Schnelle auftreiben? Also in Kunshan. Oh Gott. Das ist doch. Wir drehen uns hier im Kreis. Wir müssen nochmal Also ich anrufen. würde mich melden, bei ihm zu bleiben als Sicherheit. Okay, Und ich okay. auch. Frosty, was war das für ein Schiffstyp nochmal gewesen? Lorcha? Ja, Lorcha. Eine einmastige oder was? Einmastig. Dann, Ephadaios, wie viel braucht man für so eine einmastige Lorcha? Das ist das Schiff, glaube ich, was es war, an Besatzung. Schaffen wir das hier mit uns an zu segeln, wenn es also hart auf hart kommt? ein Dutzend Mann reichen da locker, auf jeden Fall. Zum Glück sind wir 16. Ja, auf jeden Fall, da kann sich Wascha und Mirja noch in der Sonne wälzen. Gut, Wie alle Mann fertig bitte? machen, wir gehen erstmal Richtung Süden, den Rest besprechen wir auf dem Weg. Ich will nicht zu spät dort ankommen. Ja, los geht's. Gott, das wird ein Hellenritt. Wir sind 4 Wochen lang über Maraskan gewandert. Ich erwarte, dass das angenehm wird. Zumindest im Vergleich. Wischt euer Wer Schwert von uns sauber. versteckt denn eigentlich das? Naja, ein bisschen verschwörerisch nach vorne beugen. Das Endurium, sodass es keiner von den gierigen Männern findet. Wir sollten uns auf jeden aufteilen, der kämpfen kann, damit wir es im Notfall verteidigen können. Tja, ich wäre dazu bereit, vielleicht ein, zwei Gegenstände hier irgendwie im Dschungel zu lassen und dann da. Obwohl, wir können es auch kurzzeitig überladen. Scheiß drauf. Dieses Endurium, kann man das einfach sozusagen in Tücher packen und dann am Körper tragen, Washer? Ich habe es zumindest so gemacht. Das brennt allerdings ziemlich. Mit Auch in der einer Weile noch, Sackflasche? ja. Also Nicht nach mehr? 2 Wochen nicht mehr, nee. Okay. Wie gesagt, Vitriol ist Schwefelsäure und das hat sich jetzt an der Anfangszeit hat sich das natürlich so ein bisschen deine Haut gebrannt und dem Ganzen das Wasser entzogen. Aber naja, wenn du es halt mal abwäschst oder so und dann ein bisschen länger im Fluss liegen Fluss lässt, liegen. dann naja, ist das auch nicht mehr brennbar. Also es brennt nicht mehr auch da. Gut, wir gehen jetzt los, den Rest unterklären wir unterwegs. Vorwärts. Gut, wer trägt wie das Endurium? Vielleicht sollten wir das abklären jetzt, wenn es wichtig wird mit den Piraten. Meint ihr nicht, es wäre sinnvoll, es vielleicht irgendwie zu tarnen oder zu verstecken? In einem Stiefel oder so? Die Brocken sind größer als mein Stiefel teilweise, oder genauso groß wie mein Fuß. Den kann ich nicht nur in den Stiefel reinstecken. Weil es am Körper zu tragen. Am Körper trägt man meistens wertvolle Sachen, aber auf ein Ding wie einen stinkigen Stiefel kommt kaum jemand. Naja, das sind 3 Kilo Brocken teilweise. Es gibt auch Es war ja nur kleinere, eine aber. Idee, ein Stiefel. Man kann ja auch was anderes nehmen. Es war generell einfach nur eine Idee, es irgendwo anders reinzustecken, sodass man es nicht auffällig sieht. Erstmal packen wir es uns in die Rucksäcke, den Rest überlegen wir uns. Rodrigo, könnt ihr 3 Steine tragen? Ja, ich kann noch viel mehr tragen, jetzt gerade so kurzzeitig. Ich will euch nicht überlasten. Gut, der Verdauung ist, ihr nehmt auch noch 3 Steine. Ich nehme auch noch 3 und. Wer will noch? Ja, Boscha nimmt dann noch den Rest, 2,5, ne? Okay, wahrscheinlich vertraue ich den Rest an. Falls ihr könnt. Wird schon. Gut. Dann Tust mache du ich das. Rashika in den Korb? 1,5 Stunden später steht ihr an der Küstenlinie, steht immer noch verborgen in dieser Dschungelregion. Könnt aber auch sehen, wie hier der, ja, das gleiche Schiff. Ihr könnt sehen, der Name ist, es war wohl mal Ukuri, man hat wohl aber nachgepinselt, mittlerweile ist es die versunkene Ukuri. Angeleint, nur eine grobe, ja, grobe Planke, die ausgeworfen wurde, damit man hier von Land gehen kann, aber es gibt auch keine Seemänner, die jetzt hier irgendwie rausgegangen sind. Die sitzen alle irgendwie in den Masten oder an der
Ja, auf den Holzplanken sind sie. Und ihr könnt zählen, 13 Stück. Ha, seht ihr das? Die Versunkene. Dann können wir ja gar nicht mehr untergehen. Ha! Ich weiß ja nicht. Bewegen sich diese komischen Dings nicht auch unter Wasser? Na, egal. Ich schaue mich nochmal kurz um. Sind nur die hier oder sind die vielleicht verfolgt worden? Eine sitzen da irgendwie gerade 20 Sinnschärfeprobe im bitte. Busch? Natürlich. Sinnschärfe erschwert um 10 für alle. Zum Glück habe ich das gesteigert. Zu meinem Leidwesen nicht schwer genug verdeckt. Nö, offen. Euer Wohlgeboren, soll ich vorgehen? Ich glaube, man erkennt meinen Stand relativ gut an meinem Effektbart. Ja, da ist die nächste SE. Ich habe einen Crit. Ja, habe ich gesehen. Jalan ist der Einzige, dem es auffällt. Alle achten wohl mehr auf Schiff und dir ist das Rauschen des Meeres so ein bisschen im Ohr, weil du erstmal nicht so sehr mit dem Auge guckst, sondern dich auf die anderen Sinne verlässt. Und mit dem Rauschen des Meeres scheint etwas nicht zu stimmen. Du überlegst kurz, guckst dir die Wellen an. Sie brechen sich nicht zum Land hin, sondern sie brechen sich zum Meer hin. Sie, im Sinne von, sie fließen vom Land weg, oder? Ja, so, du kannst es nicht ganz deuten. Wenn du das dir ansiehst, es wirkt sehr, sehr ungeordnet, sehr chaotisch auf dich. Als ob sie aus dem Land herausfließen würden, aber das kann ja gar nicht sein. Ich pack Evandarias, der ja gerade im Reden war und vermutlich am Weitergehen, erstmal an den Schultern. Halt! Ja, mein edler Herr. Dann nicke ich mit dem Kinn in die Richtung. Seht ihr das da drüben, das Wasser? Ist euch aber schon mal runtergekommen? Es sieht aus, als wäre das hier höher als da hinten. Das sieht wirklich. Ach du Scheiße. Ist hier vielleicht ein Korallenriff? Oder ist da vielleicht was unter Wasser? Ja, Korallen sind unter dem Wasser. Das könnten ziemlich große Gebilde werden. Und wenn man sich nicht auskennt, wo Korallenriffe sind, dann kann man da ziemlich schnell mit seinem Boot oder mit seinem Schiff auflaufen. Scheiße, aber ich kenne mich hier auf Maraskan nicht gut genug aus. Ich weiß nicht, ob sie sowas hier haben. Brindisian, was meint ihr dazu? Der sieht sehr schweigsam aus. Götter und Kulte, plus 10. Für jeden oder nur für Evanaris? Ja, für alle. Ne. Oh, Rodrigo hat. Das ist gut. Aha. Rodrigo kennt das. Du hast ja schon einigen Kontakt mal in Salem mit deiner Effert-Priesterin gehabt. Und die war damals vielleicht noch nicht geweiht, sondern ist es erst geworden, aber sie kennt das Phänomen. Das Phänomen taucht eigentlich nur im Maraskan-Sund auf. Blutige See. Die blutige See bricht sich sehr seltsam. Und das ist eine Spielerei von Charybdis. Das mag hier mittlerweile normal sein. Von daher ist es auf jeden Fall von der dämonischen Gegenseite von Effert. Das sind direkte Einflüsse, die von ihr kommen. Das sieht auf jeden Fall so chaotisch aus. Ja, ich habe Effernorn ja, eine Effert-Geweihte, die ich in Salem kennengelernt habe, hatte mir davon erzählt. Da war sie noch keine Effert-Geweihte, da war sie noch im Akolutenstudium, aber. Ja, sie hatte mir davon erzählt, dass das hier in der Blutigen See wohl häufiger so aussieht. Dass das einfach das Werk ist, weil zu wenig Effort angebetet wird und zu viele Dämonen. Okay. Das ist die Verzerrung Efforts Willens. Aber meinst du, das ist jetzt ein Zeichen, dass die auf dem Schiff da, also sieht ja nicht aus wie ein Piratenschiff, was du erzählt hast, sondern eher wie ein auffälliger Händler, dass die versunkene Tochter anbeten? Also, man schaut sich mal um. Kommt das wirklich von dem Schiff anscheinend dort in der Nähe her oder ist das hier überall? Ist es überall. Nein, das ist sozusagen einfach das Zeichen, dass diese Scheißgegend von Effert verlassen ist, weil zu viele Dämonen angebetet wurden, Effert. Das ist einfach nur das Scheißzeichen. Okay. Ein Zeichen, dass wir abhauen sollten und mit gestärkten Kräften hier mal aufräumen müssen. Ich hatte gehofft, wir wären südlich genug, um der blutigen See ausweichen zu können. Wir sind voll drin.
Sobald wir auf das Schiff gehen, sind wir voll in der blutigen See. Verfluchte. Ich möchte keine Dämonenleiche treffen. Nicht ohne eine Riga Zauberin auf dem Achterdeck. Okay, los geht's. Los. Lass uns da hin, oder Yalan? Alle mal los, ja. Es wird, glaube ich, wenig bringen, wenn wir nur einen losschicken. Zeigen wir ihm, dass wir in voller Mannstärke aufgelaufen sind. Ja. Achte darauf, wenn sie Waffen gezogen haben, kommen wir auch mit gezogenen Waffen. Wenn sie keine Waffen gezogen haben, ist es okay, ziehen wir auch keine. Und wenn der Pisser uns verraten hat, macht ihn zuerst kalt. Ist klar. Ja, soll ich jetzt vorgehen oder... Wascha, du hast doch den Kontakt hergestellt. Ich denke auch. Wascha, ihr geht vor, einfach da und ich, wir halten uns hinter euch. Gut. Ihr macht doch nicht einmal bereit und marschiert dann in voller Truppenstärke auf. Wascha vorweg. Neben ihr halb versetzte Fadaios und Rigo und die Gestalt des Magiers Bredigian zusammen mit dem Geweihten Yalan. Entschuldigung, nicht mit dem Geweihten, sondern mit dem Retter Yalan. Ja, ihr werdet dann auch relativ schnell begrüßt. Der Kapitän, derjenige, mit dem Wascha vorhin geredet hat, tritt dann an die Reling wieder heran und noch während ihr... ja, auf das Schiff zugeht. Ihr könnt sehen, wie die Leute wohl Balestrinas, also kleinere mechanische Apparate am Gürtel haben, die sie auch sehr schnell ziehen können. Auf der anderen Seite ein Säbel. Die sind also bewaffnet, auf alle Fälle. Die sehen auch so aus, als ob sie wissen, was sie tun. Grobe Seemänner. Und ja, diejenigen, die oben im Mast stehen, sehen dann auch so aus, als ob sie genau wissen, wo und warum sie da stehen müssen, wie sie es tun. Willkommen, ich bin Kapitän der versunkenen Okuri. Ein schnelleres Schiff habt ihr noch nie gesehen. Ich mache die Kolossalrudel in weniger als 12 Seelenmeilen. Ich habe die xeranische Flotte abgehängt und damit meine ich nicht die Nahverkehrskreuzer, sondern ich spreche von den übergroßen Dämonenarchen. Schnell genug für euch? Hi. Ich hoffe, dass wir dieses Rennen in den nächsten Tagen nicht wiederholen müssen, aber Respekt. Habt ihr mein Geld? Ja, wisst ihr, das ist so eine Sache. Wir haben auf jeden Fall noch etwas zusammenbekommen. Gucken wir mal auf die anderen. Ich denke mal, Yalan hat das Geld gesammelt, oder? Was wir noch hatten. Wir haben das Geld extra nicht gesammelt. Ich hoffe, dass ihr 50 Dukaten gesammelt habt. Wir können euch 50 Dukaten anbieten, sobald wir dort sind. Woher sollen wir wissen, dass ihr uns nicht einfach 3 Meilen vor der Küste von Bord schmeißt? Ich bin ein Ehrenmann. Er klopft sich so ein bisschen auf die Schulter. Und ich bin auch mal ein Ehrenmann. Ihr bekommt euer Geld, sobald wir sicher in Kunchum sind. Da habt ihr mein Wort drauf. Wie soll ich denn unterwegs die Hafaias bezahlen? Verratet mir das mal. Ein Mann wie ihr hat doch sicherlich ein klein wenig Geld in den Taschen. Ihr seid doch nicht einfach ohne hier. Wie wärt ihr denn sonst hier weggekommen? Und wie stelle ich sicher, dass ihr mich nicht verratet? Dass ihr in Kunchum einfach von Bord geht, braucht Sicherheit. Ihr habt mein Wort als Ehrenmann. Und wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr mich in Kunchum auch an Bord halten, bis das Geld da ist. Schwört ihr das? Schwöre ich. Mein Herr Kapitän, ich kann mich auch für diesen hier verbürgen. Er ist eine ehrliche Haut und er begleicht seine Schulden immer. So, so. Dann tretet doch einmal heran. Er schmunzelt und du siehst, wie List in seinen Augen steht. Oh Gott, ich bin am Arsch. Ich trete heran. Fixiere mit dem einen Auge eindringend. Hoffe, dass er mich nicht erkennt. Ja, er würde dann Yalan und Ephadaios die Planke nach oben steigen lassen, sodass ihr beide die einzigen an Bord seid. Und dann hebt er die Hand, die andere legt er auf sein Herz. Ich würde auch schwören, und zwar vor den Göttern, vor euren Göttern, meinetwegen vor Effard, meinetwegen vor Fex oder vor Praios, dass ich euch in Kunchum anbringe, wenn ihr mir 100 Dukaten drüben gebt. 80. Hier wird nicht gefeilscht. 100 Dukaten, dafür, dass ihr es, dass ihr die Sicherheit nicht jetzt habt, aber wenn ihr einen Mann der Götter dabei habt, dann können wir es auch so machen. Kein Verrat auf eurer Seite, kein Verrat auf meiner Seite. Und für dieses Geschäft verlange ich nur 100 Dukaten in Kunchum. Und zwar nicht irgendwann, sondern
eine Stunde, nachdem ihr angelegt seid. Die Sicherheiten müsst ihr ja haben. Vertraut sich weiter, einmal zu Jalan vor. Mein Herr, wissen wir, ob die Seeadler bereits in Kunchum sein wird? Es ist egal, das Geld treibt sich auf und wenn wir es uns leihen müssen. 3 Stunden. Es kann schließlich sein, dass wir uns in der Stadt ein wenig umsehen müssen, bis wir das Geld auftreiben können. Sagen wir 110 Dukaten und 3 Stunden. Abgemacht. Also gut. Dann, Wetter Eferdi, sollten wir den Eid einmal formulieren, nicht wahr? Und zwar so, dass sich der Fex nicht betrügen lässt. Ihr meint, der Herr Prios sollte es nicht betrogen werden. Ei. Jemand betrügt Prios. Zwinkert ihr dir einmal fexisch zu? Ganz recht. Aber wir brauchen eine Schale und dann muss ich euch, Kapitän, und euch, euer Wohlgeboren, bitten, einige Tropfen Blut zu lassen. Natürlich. Kein Problem. Jali, moin meine Schale her. Ja, der Navigator geht ab, taucht dann nach ungefähr einer Minute Kram im Inneren des Schiffes, taucht er wieder mit so einer hölzernen Schale auf. Gut. Hier, ich ritze euch mit meinem Effortbart. Streckt einmal eure Hände aus. Ja, er streckt seine Hände aus. Alan zieht seine Augenbraue etwas hoch, wie er da mit seinem Effortbart hantiert, aber er gibt dann auch seine Hand hin. Keine Sorge, ich schneide euch nur ganz leicht an. Zack, zack. Und ein paar Blut in die Schale. Heiliger Herr Prios, heiliger Herr Effort, hört diesen Schwur und bezeugt und heiligt ihn mit eurem Geiste. Was nun geschworen wird, soll euch anempfohlen. Diese Worte werden freiwillig geschworen. Ohne Hintergedanken, er schaut den Kapitän an, ohne Falschheit zu jahren, und sollen heilig in seinem sein in eurem Angesicht. Wer aber diesen Eid ablegt, um seine Bedeutung zu entstellen, wer den anderen zwingt oder gar diesen heiligen Eid bricht, der sei eurer Strafe überantwortet. Brecht jetzt bitte die Vereinbarung und schüttelt euch die Hände. Hiermit schwöre ich, dass ich ohne Verrat mit mir, der Mannschaft oder dem Schiff diese Gruppe unverletzt nach Kunchum bringe, wenn sie mir im Austausch 110 Dukaten innerhalb von 3 Stunden nach Ankunft überbringen. Ich hebe auch meine Hand. Hiermit schwöre ich, innerhalb von 3 Stunden nach Ankunft in Kunchum dem Kapitän 110 Dukaten zu übergeben. Damit ist es besiegelt, vom Herrn Prios und dem Herrn Effort. Wer diesen Eid bricht, ist sich ihrer Strafe gewiss. Genau. Es wurde keine weitere Strafe festgelegt, also gilt derjenige, der sie bricht, automatisch als Eidbrecher. Aber ich denke, das Eidbrechen sollte erst dann thematisiert werden, wenn es soweit ist. Dann hat Jalan nämlich ein ganz anderes Problem. Ja, dann sagt sie noch innerlich, und ich schwöre, wenn er versucht uns zu bescheißen, knüpfe ich ihn an seinen eigenen Schnürsenkeln auf. Aber das muss der Kapitän jetzt nicht hören. Ja, gut. Der Kapitän würde euch dann allesamt unten verstauen. Ihr dürft dann alle das Schiff betreten. Schmugglerversteck, ganz typisch. Also werdet ihr dann in der Bilge versteckt, beziehungsweise einige Planken, die dann hochgehoben werden, sodass ihr dann im Unterbauch dieses Schiffes versteckt werdet. Also nicht die ganze Fahrt über, sondern irgendwann, wenn es dann losgeht. Ihr könnt den Sturm spüren, wie er über euch tobt und die gebrüllten Befehle der Seemänner des Kapitäns, und sehr automatisch könnt ihr dann nach einiger Zeit durch den Sturm durchbrechen. Natürlich schwappt auch unglaublich viel widerliches Wasser hinein. Ihr glaubt auch zu sehen, wie einige Tangfäden nach euch greifen, oder naja, ist das Tang? Es ist eher rötlich. Ihr habt eher das Gefühl, dass das Wasser mit roten Fäden, mit roten Händen nach euch greift, wenn ihr da unten in der Bilge sitzt oder unten im Schiffsraum das Wasser von euch wegschwappt. Und nachdem ihr die Sturmfront passiert habt, könnt ihr auch weitere Befehle hören. Es werden wohl Flaggensignale ausgetauscht und die Bireme, von der gesprochen wurde, die ihr auch schon am Horizont gesehen hattet,
der ihr dann allerdings einfach weggefahren seid, damals irgendwo im Golf von Perikum, wird dann anlegen. Ihr könnt einiges unterhalten und Gerede hören. Und nachdem einige schwere Fußstiefelchen über den Boden auf dem Oberdeck dann hinübergeratscht sind, könnt ihr dann auch hören, wie weitere Befehle gebrüllt werden. Ja, alles dann auf Karetisch. Gareti, also ihr könnt das dann alles verstehen. Das sind dann irgendwelche harschen Stimmen. Erinnert euch grob an Karmordgardisten. Und dann weiteres Geraschel. Die Schiffe legen wieder voneinander ab, ohne dass es großartig eine Durchsuchung gab. Und dann gehen wir in eine Pause. Ihr befindet euch immer noch im Bug des Schiffes. Das Unwasser, ja, schwappt natürlich immer noch an euch, neben euch vorbei. Ihr seid euch nicht ganz sicher, wo ihr seid. Nach ein paar, ja, nach einer Stunde ungefähr, wird sich dann aber auch dieser kleine Verschlag öffnen und ihr werdet nach und nach dann wieder aus dieser unangenehmen Situation befreit, sodass ihr dann im Inneren des Schiffes dort verbleiben sollt. Das ist ein einfacher Seemann, der das dann für euch öffnet, euch einmal zugrinst und dann wieder oben verschwindet, sodass ihr jetzt alleine seid unten ja, im Bug dieses Schmuggler-Frachtschiffes und ihr könnt euch prinzipiell weiter unterhalten. Wie gesagt, wir hatten noch ein paar Dinge auf der Liste stehen, nach dem Motto Prinzipientreue oder aber Menschenfleisch, was auch immer euch da so bewegt. Und wenn ihr nichts ausspielen wollt, dann können wir auch in Kultur eintreffen. Ja, Rodrigo geht zu einer der Kisten hin, nimmt Vashar an der Hand, zieht sie sanft mit, lehnt sich gegen die Kiste und dreht sie sozusagen, dass sie beide in die gleiche Richtung schauen, also sozusagen ihren Hintern gegen sein Gesäß und nimmt sie sanft in den Arm und flüstert ihr ins Ohr: Ich hatte schon etwas Angst um dich, als du da an Bord gegangen bist. Das war ganz schön gefährlich. Was hätte ich denn machen sollen? Ich weiß es nicht. Du hast es besser gelöst, als ich gedacht hätte, dass es im schlimmsten Fall kommen kann. Deutlich besser. Ich hatte einfach Glück. Aber weißt du, was mir passiert ist? Was denn? Das war total komisch. Ich stand da und dann kam dieser Beutel da geflogen. Ich meine, jetzt weiß ich ja, dass er von dir ist, aber in der Situation habe ich gedacht, ich weiß nicht, ich habe gedacht, die Götter hätten mich irgendwie ausgewählt. Das Es tut mir leid, dass ich dir solch ein Gefühl gegeben habe, in dem Sinne, dass es gelogen war, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das jetzt das Richtige wäre, das Einzige, was dir helfen kann, Geld. Ja, ich glaube, dieses Gefühl ist auch relativ schnell wieder verflogen, aber ich dachte, wenn ich ihn davon überzeugen kann. Für einen Moment habe ich es wirklich gedacht. Ich dachte, nach all diesem verseuchten, ekelhaften Gebiet, endlich mal ein kleiner Glücksmoment. Ich meine, okay, es war dein Geld und du hast jetzt nichts mehr, aber. Im Grunde gemacht, ist doch egal. Es ist doch auch nur Geld. Weißt du, wenn man das Geld nicht für den richtigen Moment ausgibt, dann hat man es versäumt in seinem Leben. Und das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht versäumen, alles zu versuchen, um dir zu helfen dort in der Situation, ohne dass ich die Waffen ziehe und Leute niederschlagen muss. Natürlich wäre das das letzte Mittel gewesen, aber dann, das wäre auch so eine Sache wieder gewesen, das wäre sehr riskant gewesen. Dann hätten wir diese Überfahrt nicht bekommen und alles. Und ach, das hätte einen Rattenschwanz von Problemen nach sich gezogen. Und wir hätten das Helmport verpissen müssen und hätten woanders versuchen müssen, wegzukommen. Und ah, das ist. Du verstehst, ein Rattenschwanz, ja. Aber jetzt habe ich uns alle in riesige Schulden gestürzt. Ich meine, vielleicht hätten wir was gefunden, was hier günstiger ist. Tja, irgendwie werden wir schon damit klarkommen müssen. Ich hoffe, dass Jalan das irgendwie hinbekommt. Ich versuche ihn natürlich so gut zu unterstützen, wie ich kann, aber ich weiß nicht, ich war noch nie in Kunchum. Ich kenne die Stadt nicht, ich weiß nicht genau, wie die Zulamiden ticken. Ich bin auch nicht ganz hinter unseren guten Bogenschützen gestoßen, also geistig gekommen, wie die Zulamiden so genau ticken. Also ich war dort schon mal und ich könnte versuchen, ein paar, naja, ein paar Sachen zu organisieren, aber ich weiß nicht, ob es da noch alte Kontakte gibt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, ich glaube, dass Jalan vielleicht wirklich derjenige ist, der es am besten kann, wenn er mit seinem Namen bürgt, dass er hier irgendwie für einen unschönen Zinssatz Geld leihen kann. Und ja. Sag mal, Jalan, wollen wir nicht diesen Bogen verkaufen, den ihr habt? Das ist doch bestimmt auch einiges wert. Ich fürchte, der Bogen macht's nicht mehr. Was? Ich pull mal aus meinem Gepäck die beiden Hälften raus, der war ja zersprungen. Ich glaube, du hast den nicht eingepackt.
Stimmt. Wir sind bald durch und raus. Ist leider bei der Kamotgarde geblieben. Inhaltsdetail. Schreib mir mit auf die Rechnung. Rodrigo grinst dir zu. War ein Scherz. Drauf geschissen, Hauptsache du bist da lebend rausgekommen. Was ist, wenn wir diesen Spieß von Ephadaios irgendwie verkaufen? Himmels Willen. Ich bin mir sicher, dass die meisten unserer Waffen mehr wert sind als 100 Dukaten, aber trotzdem werden wir doch nicht einfach verkaufen. Ja, ich glaube, sie meint gar nicht den Effortball, sondern ja, das von den Echsen. Also einen Bogen haben wir noch. Nein, den Bogen hatte Geron. Und Geron ist Nein, tot. Geron hat den. Geron musste leider auf den Kurzbogen der Kamotgarde umsteigen, alles andere wäre zu auffällig gewesen. Hyria hat den. Ja. In dem Fall, das könnten wir natürlich. Versucht der Akademie das irgendwie schmackhaft zu machen als Echsenbogen. Ich weiß nicht genau, ob die das kaufen oder eher vernichten wollen, aber vielleicht wollen die es trotzdem haben für Geld. Ich bin nicht ganz sicher. Hock meldet sich. Also ich war auch schon mal in Kuntium. Und man kann da sicherlich auch mit den Grollen ins Geschäft kommen. Die sitzen hier nämlich auch. Wer sind denn die Grollme? Was ist das für eine Fraktion? Grollme? So kleine Hutzelmännchen. Die sind so wie Zwerge, aber die haben kein Bart. Aber die sehen aus wie alte Männer. Also alle. Selbst aber die Schuppen haben sie nicht, oder? Nein, die haben keine Schuppen. Okay, also bartlose Zwerge, gut. Und die Fraktion der Grollme ist jetzt hier irgendwie. Was sind das für Typen? Geldleier. Die sitzen in der Nordlandbank und an so ein paar Kontorstellen und so. Und die können sicherlich auch. Die sind nicht so wie Fex-Geweihte. Die sind eher anders. Ich verstehe die auch nicht ganz. Bin nie hierher gekommen, aber die sind fies. Okay, das sind fiese kleine Zwerge ohne Bart, die aber Geld haben und Geld lieben und deswegen irgendwie auch Geld verleihen. Ja, genau, zu komischen Bedingungen. Naja, dann hört euch das vielleicht mal an. Komische Bedingungen heißt ja nicht, dass man die nicht eingehen kann. Aber das heißt auch definitiv nicht, dass ihr euch da irgendwie euer Leben zerstören solltet für irgendwie, naja, für den Betrag. Das wird ja immer mehr. Komische Bedingungen klingt wie etwas, das Sido Kork von uns verlangen würde. Naja, ich meine, wir waren erst bei 50 Dukaten und dann jetzt sind wir bei 110. Und naja, wenn wir uns jetzt 110 Dukaten leihen wollen, dann müsst ihr ja sicherlich irgendwie 200 Dukaten zurückzahlen oder so, wenn ich die. Das wird ja immer mehr. Ja, aber das. Ich meine, so ein bisschen Gold im Vergleich zu einer Strafe von Herrn Prius. Also, mein edler Herr, das klingt schon nach einer sinnvollen Variante. Naja, es ist ja nicht nur die Strafe. Selbst wenn er es versucht und nicht schafft, ist es ja so, dass wir noch wahrscheinlich hier unten eingesperrt sind, wie auch immer, und der Typ uns wahrscheinlich nach Alan verbringt und Sklaven verkauft. Das glaube ich nicht. Jetzt mache ich schon Geschäfte mit Maraskan-Schmugglern. Wisst ihr, ich habe mal einen Eid geschworen. Welchen? Dass ich genau solche Typen eigentlich eher Bayers Gerechtigkeit überantworte, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Naja, dann machen wir das doch, nur eben unter anderen Bedingungen. Das heißt doch nicht, dass du ihm nach diesem Deal sozusagen, wir notieren uns alles, was wir wissen über das Schiff, über den Kapitän, über seine Mannschaft, alles, was wir rauskriegen, Namen, die wir hören, tragen wir alles zusammen und das geben wir dann der KGIA. Dann wird der Mann sozusagen bei Gelegenheit hops genommen oder zumindest dazu erpresst, Gutes tun zu müssen für die KGIA. Das ist in mehreren Belangen gleich ein guter Deal. Es geht nicht nur um den Mann, es geht um die ganze Sache. Aber ja, dann denk doch dran, dass es mir das Leben gerettet hat vielleicht, dass wir mit ihm gehandelt haben. Ich meine, was hätten wir denn erwartet, was mir als Frau passiert, alleine auf so einem Schiff von solchen, man guckt sich mal um, ob die einen hören, Männern zu gehen. Ja, und denkt man nicht nur an Wascher. Ich meine, diese Schmuggler, Piraten sind ein ganz anderer Schlag von Gesellen, aber Schmuggler, die kommen auch hinter die Feindeslinien und ich denke, die werden hier auch einige der maraskanischen Widerstandskämpfer beliefert haben. Also, wenn es hart auf hart kommt, die schmuggeln sich durch. Apropos hinter feindlichen Linien und ich habe was geschworen. Sag mal, Jalan, wie habt ihr eigentlich das in der Mine geschafft? So ohne Lügen. Gar nicht. Was? Ihr habt gelogen. Wir sind doch aufgeflogen, Mädchen. Das hast du gehört. Das ist doch alles gut. Und wir sind aber lebend rausgekommen. Leider bis auf zwei. Nicht alle, okay. Und ja,